Herzlich willkommen, meine lieben Freunde des gepflegten Gruselsports. Und Mädels, packt die Titten auf den Tisch, denn es wird wieder sexy. Wir sind zurück mit einem neuen Projekt eigentlich. Und zwar Silent Hill Downpour. Und ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe mir Unterstützung geholt. Und zwar vom Cisco. Cisco, stell dich doch mal vor. Ja, Mahlzeit, liebe Leute des gepflegten Gruselsports. Ich bin heute dabei, um den Kevin ein bisschen zu unterstützen bei Silent Hill The Downpour. Ich habe keine Ahnung, was auf uns zukommt. Ich sehe alles, so wie ihr es seht, gerade zum ersten Mal. Mach mir aber schon bereits ein bisschen in die Hose. Dito? Das ist schon mal nicht verkehrt. Wir sehen, glaube ich, gerade das Intro. Ist das Intro? Ja. Ich meine. Okay. Also kurz zur Geschichte. Fößel und ich haben uns gerade unterhalten. Wir glauben, es geht um einen Sträfling, der mit einem Gefangenentransport von A nach B transportiert werden soll. Und irgendwas geht dabei schief und zufälligerweise bleibt er in Silent Hill stecken. Und ich meine, der Protagonist muss jetzt versuchen, während des Spiels aus Silent Hill zu entkommen. Gut. Und ich würde sagen, das versuchen wir mal. Okay, ich glaube, das ist auch nicht das Intro, sondern einfach nur ein Lade. Ja, den machen wir am besten mal weg. Na, drück einfach mal Start. Und wir beginnen. Festplatte ist okay. Ja. Speicherdatenprüfung. Na, hört sich schon mal gut an. Das hört sich auf jeden Fall schon mal gruselig an. Das okay. Ist nicht verkehrt. Neues Spiel wahrscheinlich. Genau. Ich hatte das schon mal angezockt. Boah, Dunkelheit. Bis man kaum zu sehen ist. Ja, so ist kaum zu sehen. Ja, machen wir das mal so. Schwierigkeit gerade. Einfach ist eigentlich zu einfach. Normal, oder? Machen wir normal, ja. Ja, Rätsel auch normal und neues Spiel bitte. Und annehmen. Gut. Mit Hilfe der richtigen Waffe kann Murphy hohe Leitern erreichen. Klasse. Ach so, wir spielen also als Murphy. Und das Feuerzeug ist keine gute Lichtquelle. Aber besser als nichts. Stimmt. Wie im richtigen Leben. Kreaturen zu schlagen, fliehen, bla bla. Was auch immer. Ja, richtig. Also wer von euch Silent Hill schon mal gespielt hat, der weiß ungefähr, worauf er sich jetzt gleich einlassen sollte. Keine Zombies, sondern verstörende Kreaturen hoffentlich. Und ich glaube, viel Gewalt. Und hoffentlich viel Gewalt. Ja, mit Gedärmen und sonstigem. Ja, und hoffentlich sexy Krankenschwestern. Bis auf den Kopf, aber mein Gott. Konami präsentiert anscheinend irgendwas. Ich glaube, das ist Murphy, oder? Ja, ich glaube auch. Murphy sieht auch schon aus wie ein Sträfling, ne? Ja, er hat den 3-Tage-Bart am Start und das sieht ganz anders aus. Alright, Murphy, it's all set. Make it quick, huh? Follow me. Okay, kann ich mich jetzt schon steuern? Wahrscheinlich ja. Jo. Die Kamera können wir auch steuern. Gucken, ob wir uns selber sehen können, ja. Block 44. Block 44. In dem Block ist noch nie was Gutes passiert. Nee, das weiß man wirklich schon. Das sagt die Mama schon in frühen Kindheitstagen. Block 44, da ist noch nie was Gutes hergekommen. Aber was mir jetzt schon mal gefällt, ist, dass das Spiel wie so ein Film anscheinend aufgebaut ist. Mit den ganzen Executive Producer und allem möglichen, ist ja nicht verkehrt. Ja, sieht auf jeden Fall gut aus, ne? Ja, auch die Grafik. Geht. Kann sich bis jetzt sehen lassen. Vielleicht kann ich den schon treten, den Typen. Nein. Versuch's mal. Nee. Oh, jetzt habe ich nicht zugehört, was er mir gesagt hat. Ich glaube, du sollst da einfach reingehen und irgendein Typ wartet auf dich. Ja, drücke Türen, A, um Türen zu öffnen. Das ist doch... Das schaffen wir wohl noch. Ja, okay. Das sieht alles noch nicht so schlimm aus. Jetzt kriegen wir einen kleinen Tipp. Stell dich zum Aufdrehen der Duschen, nehme einen Wasserhahn und drücke A. Ja, dann Wasser ahoi. Und los geht die Luzi. Lass kommen. Jawohl, zum Glück habe ich mich vorher ausgezogen. Ach, aber guck mal, Silent Hill Downpour. Jetzt macht Sinn. Jetzt macht Sinn. Oh, worauf wartest du? Achso, soll ich alle Duschen aufdrehen? Ich weiß es nicht. Idiot. Hat er mich als Idioten beschimpft? Ich habe nichts gesagt. Dreh mal alle auf. Ja, hier ist anscheinend nichts. Kann ich schneller rennen? Nein. War da nicht noch eine?
Ist egal. Oh, da. Hier sind, ah, du wolltest schon die Dusche attackieren. Ja, ich habe schon mal geblockt. Zur Vorsicht. Meine Waffe aufzuheben. Also wenn ich eine gesehen hätte, hätte ich sie wahrscheinlich auch aufgehoben. Das sieht wie ein Abfluss aus. Ja. Ist hier noch? Da hinten, auf der Bank oder so, ne? Guck mal. Hier? Ach, ist das... Ja, ich sehe ein Messer, ich sehe aber auch was anderes. Ja, ich würde lieber das Messer mitnehmen an deiner Stelle. Nee, wir machen es. Ja, hier, jetzt habe ich eh keine Chance mehr gehabt. Ach, guck an, Cutscene. Wir haben uns übrigens entschieden, kapitelmäßig vorzugehen. Deswegen werde ich wohl das erste Kapitel spielen oder das erste Level oder was auch immer. Und dann wird im nächsten Teil der Füße wieder zu euch kommen. Und das ist doch schon mal ein sexy Anblick. Da sind die Hupen. Jetzt muss er sie nur noch auf den Tisch legen. Er fragt, what the hell hier los ist. Ich weiß es auch nicht. Immerhin hat er noch das Handtuch rum. Der wurde schon mal aufgeschlitzt, oder? Also sieht so aus. Ja, wenn nicht, dann werde ich den. Ach so, ich selber. Ja, ach er? Nee, ich glaube, es ist einfach der Bauch. Weil der war mal schwanger oder so. Ja, wahrscheinlich war mal schwanger. Ich glaube, das ist die wahrscheinlichste Lösung. Der sieht ein bisschen aus wie der Bösewicht aus Mission Impossible 3, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie der im richtigen Leben heißt. Bösewicht aus Mission Impossible 3 wahrscheinlich. Ja, ich glaube, das ist ein Vor- und Nachname. Oh, ich glaube, der Typ wird nicht überleben. Ich glaube, meine erste Abendshandlung wird sein, einen Menschen zu geben. Ja, von vorne und hinten. Ich dachte eigentlich, könnte mit irgendeiner Kreatur anfangen, aber der, wenn es sein muss, womit? Ja. Oh ja. Ja, instinktiv wusste ich mit X angreifen, was auch. Jawohl, aus irgendeinem Grund gebe ich ihm nochmal ordentlich. Oh, heieiei. Da ist aber die ab 18 Version, wie es aussieht. Oh, heb eine andere Waffe auf. Da war doch irgendwo ein Messer, ne? Oh, ja. Renn schneller. Oh, jetzt wird's noch blutiger. Erstmal das Messer. Er bringt mich um. Ja, you're damn right, dass ich dich umbringe. Und. Zack. Ja, renn. Oh. Verfehlt. Oh. Warum versucht er nicht anzugreifen? Weil. Ah, da habe ich ihn. Ja. Weil er dick ist. Alter. Oh, das kann nicht gut getan haben. Ich glaube, das zieht ein bisschen. Ja. Bitte? Ah, jetzt kommt die Masche, die kennen wir. Nee, dann. Wie er wegrennt. Wie geil sah das denn aus? Ja. Jo. Gib ihm Kopf los. Da war fast ein kleiner Upskirt. Fast. Hupen haben wir schon mal gesehen in den ersten 3-4 Minuten. Jetzt auch ein bisschen unterm Rock geschaut. Aber Silent Hill-mäßig leider auf eine bisschen verstörende Weise. Der sieht auch nicht mehr ganz gesund aus, der Kollege. Nee, er kriegt dann nur noch her. Ich bin mir auch ehrlich gesagt immer noch nicht sicher, warum ich ihn jetzt umgebracht habe oder was los war, aber wir nehmen einfach mal an, der hat unsere Mutter beleidigt. Ja, jetzt fängt das Stottern an. Kennen wir alles. Du, ich glaube, der kriegt, was er verdient. Ja. Jetzt, jetzt sag mir nicht, dass das alles ein Traum war. Das war echt nur ein Traum. Och. Oh, der Executive Vice President ist übrigens Kazuya Takashimi. Der weltbekannte. Der auch bei Dortmund spielt, im Sturm neben Kagawa Shinji. Cupcake. Und werden zum zweiten Mal Zuckerpuppe genannt. Sehr nett. Süß. Ja. Aber wir haben herausgefunden, das war wohl irgendwann mal unser Nachbar. Und er wird wohl gewusst haben, warum wir ihn vermöbeln. Ja. Ob es so ist, keine Ahnung. Wird sich wohl alles noch herausstellen. Ja, und wie vermutet, sind wir auch der Häftling. Und nicht gerade zart beseitet. Ja. Also der scheut anscheinend nicht davor zurück, gerne mal mit dem Messer oder mit dem sonst wie, was für ein Stock das war, zuzuschlagen. Das ist ja schon mal das, woraus so ein Held in so einem Spiel gemacht werden muss. Ich glaube, da kommen auch ein paar andere Leute auf uns zu später. Aber es war ja ein Traum. Naja, trotzdem. Wissen wir ja schon mal ein bisschen, wie wir ein bisschen fighten können. Das ist ja schon mal nicht verkehrt. Ja.
Mit R1 rennen wir also ein bisschen schneller, ist auch schon mal nicht schlecht zu wissen. Müssen wir selber aufmachen? Nee. Ja, wir sind im Hochsicherheitstrakt anscheinend. Ja, ja. Die eine Tür geht auf, wenn die andere sich schließt. Ja, ich habe bloß die Vermutung, dass wir trotz aller Sicherheitsvorkehrungen gleich hier raus sein werden. Kann man hier reingucken, ja. Da sieht ein bisschen irre aus. Sieht ein bisschen aus wie der Typ, der hier uns rausbegleitet. Mhm. Der schmockt auch da im Dunkeln. Ja. Ja, was soll ich machen? Da sind ja gar keine Leute drin. In was für ein Bundesstaat spielt das, wo die Gefängnisse auch mal leer sind? Gibt's eigentlich gar nicht, ne? Ne. Oh, hier haben wir will jemand von uns? Ja, der hat Glück, dass er hinter Gittern ist. Der hätte sonst auch gekriegt. Mit dem Bambustick. Auch mit atmosphärischer Musik tatsächlich. Ich wollte es gerade sagen. Die Musik passt aber auch dazu. Block B, auch hier gilt wieder, in Block B ist noch nie was Gutes passiert. Das kann nur noch schlimmer werden, bevor es besser wird hier. Na, die Handschellen stören mich noch ein bisschen. Ich glaube, die müssen weg. Ja, schneiden muss gleich einfach ab. Ja. Ja. Moinsens. Mahlzeit, Herr Wärter. Wie können wir Ihnen helfen? Er sieht nicht so nett aus. Ich glaube, er hat auch ein bisschen Hals auf uns. Was? Wir waren bis jetzt total nett. Ja, klar. Oh. Und wie? Ja, ja. Ich muss sagen, gesichtsanimationstechnisch habe ich schon ein besseres gesehen. Sowas wie L.A. Noir oder sowas. Ja. Aber, naja. Man erkennt das Wesentliche. Gerade so eben. Gerade so eben. Das soll wohl... Ah, könnte das der Bus sein, der uns mitten ins nach Silent Hill bringt? Oder ins Verderben. Oder ins Verderben. Kommt, glaube ich, beide aufs Gleiche raus. Das wundert mich. Wir sind jetzt 10 Minuten im Spiel und wir haben noch keinen Monster oder sonst irgendwas gesehen. Aber wir sehen die erste heiße Uschi. Ja, obwohl halbwegs. Brüste haben wir ja auch schon gesehen. Ja, Brüste, stimmt. Also das Spiel hat bis jetzt auf dem Niveau schon einiges geboten. Ja, Sex Appeal 5 von 5 Sternen. Ja. Die haben alle so geile Schnubbis, ne? Ja, es ist auch komischerweise alles Leute mit Migrationshintergrund, um es mal so zu sagen. Jo, Lippensynchronisation auch vom Allergemeinsten. Aber das Mädel, ich hoffe, das spielt noch eine kleine Rolle in dem... Oh, oh. Jetzt fragt sie uns nach unserer Nummer. Pass auf. Kriegst du nicht, Schlampe. Ach, dafür hält sie uns auf. Enttäuschung. Checkt sie uns wenigstens aus? Nee. Willst hoffen. Ah, gleich wird gefummelt im Bus. Ja, ja. Das wird eine lustige Reise. Eine lange Fahrt? Ich glaube nicht. So, tschüss Gefängnis. Hallo Monster. Okay, es ist schon mal dunkel. Das, sehr düster. Das war in einem Gruselspiel noch nie verkehrt. Und wir haben Platzregen. Das ist ja... Das ist ja Downpour, kann man ja auch sagen. Oh, jetzt hätte man vielleicht kurz sehen können, in was für ein Bundesstaat wir uns befinden. Aber so schnell habe ich jetzt nicht geguckt. Nee, ich habe auch ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Ja, ist auch nicht so wichtig. Alles, was ich weiß, ist, dass das Spiel nach einer wahren Begebenheit passiert sein soll. Also, ich bin auch gespannt, was da auf uns zukommt. Ich bin erstmal gespannt, ob wir die Alte jetzt abschleppen. Ja, das sollte wie bei GTA am besten sein, mit so Haupt- und Bonusziel. Und Bonusziel sollte sein, die abzuschleppen. Ja. Und die danach ordentlich zu vermöbeln oder so. Klatsch der Alten auf den Arsch. Ja, im GTA-Stil. 5G dafür. 5G dafür. Ach, der Typ ist ständig müde. Ach, guck mal.
Wann wäre das? Ist das ein Rückblick vom ersten Teil oder irgendwie sowas? Kann das sein? Ich weiß noch nicht, wie sich dieser Teil an die anderen Teile anschließt. Ja, hatten wir. Alles ist wahr. Ah, sie beschützt uns. Was hat er gesagt? Das will ich mal überhört haben. Oh, achte auf die Straße. Achte auf die Straße, ja. Das war vorauszusehen. Na, ob wir das überleben? Oh. Oh. Oh, das cineastischer Leckerbissen. Ja. Um es mal so zu nennen. Und ich würde sagen, das war schon mal ein guter Einstieg. Und wir machen jetzt hier einen Cut und sehen uns dann in der nächsten Episode. Ja, ihr habt ja noch nicht viel gesehen, aber wenn es euch gefallen hat, dann schaltet auf jeden Fall wieder ein, wenn es vielleicht ein bisschen gruseliger wird. Also, Mädels, packt die Titten wieder ein, schön warm, dass sie nicht abfrieren. Und Jungs, die Action gibt's im nächsten Part. Macht's gut, haut rein, ciao mit V. Tschüss.